Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dampf-Tutorial. Diesmal geht es um die Cuboid Mini. Ein sehr kompaktes Gerät, auslaufsicher und wie so viele neue Geräte mit einem Notch-Coil mit dabei, aber auch eine RBA und alles, was dazugehört. Wie das Ganze ausschaut und wie man es benutzt, das zeige ich euch jetzt. In so einer Verpackung wird die Joytech Cuboid Mini dann geliefert. Abbildung hier drauf, hier ist nochmal der Notch Coil und hier auch das Software Update Hinweis Icon. Sprich, ihr könnt auch die Firmware bei diesem Gerät stetig aktualisieren über joytech.com. Hinten drauf ein bisschen Marketingtext und der Lieferumfang. Den Lieferumfang schauen wir uns gleich mal an. Da haben wir natürlich als erstes gleich mal eine Bedienungsanleitung. Dieses ist Multi-Language, also sprich Deutsch und Englisch ist auf alle Fälle mit dabei. Die erklärt euch die sämtlichen Funktionen nochmal im Detail von dem Gerät. Zusätzlich dann ein Micro-USB-Ladekabel und Datenkabel, sprich für die Firmware-Aktualisierung, aber auch zum Aufladen des 2400 mAh eingebauten Akkus. Dann haben wir eine Mini-RBA-Einheit mit im Lieferumfang. Und diverse Verdampferköpfe, also es gibt dann mehrere auf alle Fälle im Lieferumfang mit dabei, unter anderem eben auch diesen Notch Coil und ein Zubehörtütchen, da haben wir ein anderes, ein Kunststoffmundstück dabei, einen Innensechskant und Ersatzschrauben, also alles, was man zum Warten von dem Ganzen braucht. Und dann natürlich die Cuboid Mini selber, sprich einmal das Gerät und der Verdampfer. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Schauen wir uns als erstes mal den Verdampfer an. Der ist, wie ihr sehen könnt, sehr merkwürdig gehalten, beziehungsweise er ist nicht rund, er ist nämlich viereckig. Also damit er eben hier passgenau auf das Gerät drauf passt und also eine Einheit bildet. Über das Liquid-Fenster seht ihr immer, wie viel Liquid ihr habt. Und hier oben ist jetzt, wie gesagt, das Metall-Drip-Tip drauf. Und zum Liquid-Auffüllen einfach aufdrehen. Und dann könnt ihr das Liquid hier einfach reingeben. Ja? Also es ist zum Top-Befüllen sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Und das ist jetzt zum Beispiel der Notch-Coil. Der hat 0,25 Ohm Widerstand, dann gibt es noch den Clapton Coil mit 1,5 und einen Edelstahl mit 0,5 und dann eben die RBA-Einheit, die auch noch im Lieferumfang ist. Und wenn ihr das Liquid dann eingefüllt habt, dann dreht ihr hier einfach wieder zu. Und das war es auch schon. Also hier ist auch eine Airflow. Die Airflow ist hier oben, wie bei vielen Verdampfern jetzt, die unten keine mehr haben. Einfach diesen Ring so lange drehen, bis ihr den Widerstand spürt. Wenn ihr jetzt weiter drehen würdet, würdet ihr die Topcap abschrauben. Also diesen Weg der Airflow habt ihr an dem Gerät selber. Dann natürlich der Akku selber, sprich das Ganze ist Aluminium und Edelstahl, also macht einen richtig soliden Eindruck. Da wackelt nichts und es fühlt sich einfach wirklich gut an. Unten Entgasungs- und Belüftungsschlitze, hier die Menütaste, also für Minus und Plus bzw. Auswahl. Dann haben wir hier den Feuerknopf, der ebenfalls aus Metall ist. Diese hier sind Kunststoff. Dann das Display, logischerweise hier das Joytech-Logo. Im Halbdunkeln kann man es vielleicht erkennen. Hier oben dann der Anschluss für den Verdampfer. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Verdampfer hier auf dem Gerät benutzen. Ihr müsst nicht den mitgelieferten, aber am schönsten schaut es natürlich mit dem mitgelieferten aus. Luftschlitze für Verdampfer, die Luft von unten ziehen, haben sie auch vorgesehen. Hier ist dann nochmal die Einprägung Cuboid Mini drin. Und hier auf der Seite haben wir dann den Micro-USB-Anschluss, um das Gerät zu aktualisieren mit einer neuen Firmware, wenn neue Funktionen dazukommen und natürlich das Gerät selber aufzuladen. Mit dem 5-Klick macht ihr das Gerät an und dann erscheint auf dem großen Display alles Wichtige. Also sprich, wir sehen, wir sind jetzt gerade hier im Power-Modus, sprich regulieren Watt. Wir sehen die Volt, wir sehen den Widerstand, die Ampere, die belastet werden, wenn jetzt ein Verdampfer drauf ist und den Akkustand. Um hin und her zu schalten zwischen den verschiedenen, drückt ihr dreimal den Feuerknopf. 1, 2, 3.
Dann beginnt das Power zu blinken und ihr könnt nun mit der Menütaste Bypass, das wäre der manuelle Modus, Temp NI für Nickeldraht, Temp TI für Titandraht und Edelstahl ebenfalls. Und dann gibt es den Memory-Modus, den könnt ihr einschalten und dann wieder eben zurück auf Watt. Zum Regulieren einfach Plus oder Minus gedrückt halten und dann geht das Ganze runter bzw. natürlich hoch. Und dasselbe funktioniert natürlich auch im Temperaturmodus. Wenn ihr einen Wert eingestellt habt und verhindern möchtet, dass der verstellbar ist, also sprich hier über Plus oder Minus, dann drückt ihr Plus und Minus gleichzeitig gedrückt, so lange bis Keylog dort steht. Und wenn ihr jetzt versucht, irgendwas zu verstellen, dann erscheint hier immer Keylog. Und beide Tasten gleichzeitig so lange drücken, bis Key Unlock steht, dann könnt ihr wieder ganz normal regulieren, so wie ihr es braucht. Wenn ihr das Display drehen wollt, schaltet ihr das Gerät aus und drückt Plus und Minus so lange, bis das Display in die Richtung ist, die ihr gerne hättet. Also es ist nicht links, rechts, sondern es ist dann oben und unten, wie ihr gerade gesehen habt. Ich drehe es mal wieder zurück. Dann seht ihr, so wäre die normale Ausrichtung und so wäre die andere. Ich bevorzuge aber diesen klassischen Modus. So. Und zum Aufschrauben, wie gesagt, einfach ansetzen. Es gibt kein richtig und kein falsch, also sprich, ihr müsst nicht einer bestimmten Position, sondern egal wo ihr ansetzt, es wird immer bündig mit der Einheit abschließen. Und dann schaut das Ganze wirklich gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich. So, jetzt habt ihr sie gesehen, die Cuboid Mini. Ein schönes, kompaktes Gerät. Trotzdem ca. 5 ml Tankvolumen und 80 Watt Leistung maximal. Je nach Verdampferkopf, den ihr benutzt, müsst ihr natürlich darauf achten, wie viel maximal ihr geben wollt oder könnt. Und dank der Firmware-Aktualisierung kann man das Gerät natürlich auch, also Joytech hat es jetzt schon mit anderen Geräten gemacht, stetig weiter verbessern. Und das finde ich relativ gut, wenn ein Gerät jetzt nicht in dem Zustand bleiben muss, wie es ist, sondern sie verändern was am Display, sie erhöhen die Wattleistung oder einfach neue Modis wie Smart Mode oder was weiß ich. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man die Firmware aktualisieren kann. Und jetzt machen wir natürlich mit 0,26 Ohm, zeigt er mir an, bei 32 Watt. Machen wir mal einen Dampftest. Da kommt ordentlich was rüber. Er blubbert ein bisschen. Das ist mir schon mal bei dieser Art von Verdampfern aufgefallen. Bei den ersten Zügen, ich weiß nicht, wie man es verändern kann. Also ich ziehe meistens, bevor ich überhaupt drücke, schon mal ein bisschen Power. Also ziehe an, ohne Power zu drücken, so meinte ich. Weil dieses Blubbern da kommt, das heißt, man kriegt ab und zu ein bisschen Liquid, aber nur, wenn man den aufgeschraubt hat und wieder reinsetzt. Also das ist, finde ich, den einzigen Nachteil an dieser Technik. Gut, also die Gefahr jetzt mit Liquid im Mund, die Leute, die dampfen, die wissen, vielleicht schmeckt es ein bisschen merkwürdig oder sehr intensiv, aber anderweitig passiert da nichts. Das hätten sie besser machen können, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz, nach ein paar Zügen ist es dann vergessen. Und so lange, bis ihr halt wieder nachfüllt. Manchmal funktioniert es auch, dass überhaupt kein Liquid-Problem, so wie ich jetzt gerade beschrieben habe, kommt. Ist aber eher selten. Also meistens kommt so bei den ersten zwei, drei Zügen nach Auf- und Zuschrauben, kommt ein bisschen Liquid mit. Ja, das war der Cuboid Mini von Joytech. Bis demnächst. Ciao.